Ein herzliches Grüß Gott aus der Münchner Maximilianstraße und willkommen zum Oktoberfest Trachten- und Schützenzug 2012. Sie haben es gestern sicher gesehen, Punkt 12 hat Münchens Oberbürgermeister Christian Ude souverän wie immer mit zwei Schlägen das erste Fass angezapft, den ersten Banzen und damit die Wiesen, das größte Volksfest der Welt, eröffnet. Den ersten Oktoberfest-Trachtenumzug hat es übrigens 1835 gegeben, zur Silberhochzeit von König Ludwig I. und Königin Therese. Und schon damals waren viele festlich geschmückte Wägen mit dabei. Und auf diesen Zug, auf die Tradition dieses Zuges, geht der Zug, den Sie jetzt die nächsten zwei Stunden lang sehen werden, der von hier zum Oktoberfest rauszieht. Wir werden Sie begleiten, zwei Stunden lang. Ihnen die Gruppen erklären und wir, das ist die Elisabeth Rehm und der Fritz Zeilinger. So, dahinter kommt der Musikverein Ulmerfeldhaus Menning aus Österreich, aus dem Ibstal. Dahinter sehen wir jetzt die Banater Trachtengruppe, die Donauschwaben, die Banater Schwaben aus München, tragen noch Originaltrachten aus dem Banat, dem heutigen Rumänien. Vielleicht kann man mal die kunstvollen Frisuren der Mädchen sehen auch und die schönen plissierten Röcke. Donauschwaben sind ja von der Maria Theresia Land geholt worden und dann eben auch nach den Friedensverträgen 1918 zu Rumänien gekommen. Die haben bis zu 6-7 gestärkte Unterröcke an, also sitzen ist ein bisschen schwierig. Aber das war auch eine Kirchweihtracht und an Kirchweih hat man immer schon gern getanzt. Das war er, der Trachten- und Schützenzug zum Münchner Oktoberfest vom Max-2-Denkmal, fast 8 Kilometer im Jahr 2012. Und das war Ihre Kommentatorin, die Elisabeth Rehm. Ja, Roman, ich glaube, die ersten Schützen, Trachtler und Musikanten sind bereits auf der Wiesn angekommen. Die lassen sich schon eine frische Maß Bier schmecken. Das machen wir jetzt auch, oder? Ja, nachdem das Wetter so schön ist. War gut warm bei uns drin. Jetzt haben wir durch nach zwei Stunden. Jetzt verabschieden wir uns. Noch einen schönen Sonntag für Gott benannt. Auf Wiedersehen.